Nach zwei harten Niederlagen haben die Schaffhauser Kadetten gestern wieder gewinnen. Nach einem klaren Sieg gegen St. Otmar St. Gallen kehren die Kadetten zu ihrem Erfolg zurück. Die Härteprobe kommt aber erst Samstag mit dem Champions League-Spiel gegen Pik Szeged. Wir sind heute zwei Tage vor dem Spiel bei den Kadetten die Stimmung einfangen. Zwei grosse Niederlagen innerhalb von vier Tagen. Gestern endlich der ersehnte Sieg. Das Tief der Kadetten scheint ausgestanden zu sein. Beim gestrigen Spiel haben die Kadetten wieder zu ihrer gewohnten Stärke zurückgefunden und das Spiel gegen St. Otmar mit 40 zu 27 klar gewonnen. Dass die Mannschaft vorher mit zwei Niederlagen in ein Tief gestürzt ist, erklärt sich der Head Coach Peter Rachowetz folgendermaßen. Ich sage das ganz einfach, das sind nicht Roboten und Maschinen, das sind auch Menschen. Ja. Und jetzt fühlt man sich wieder besser nach diesem Sieg von gestern? Ja, sicherlich. Und man hat gesehen, wir haben gut trainiert die letzten zwei Tage vor dem gestrigen Spiel. Und ich denke, wir sind wieder zurück und wir sollen jetzt das nur beweisen am Samstag. Trotz dem Sieg gegen St. Otmar ist die Niederlage in der Champions League gegen Minsk natürlich immer noch präsent. Am Trainer Peter Rachowetz ist klar, dass die Kadetten sich für einen Samstag nochmal steigern müssen. Ja klar, also das ist schon ein Unterschied, wenn man gegen eine schwache Mannschaft hier in der Schweiz spielt oder in der Champions League, das ist klar. Aber wir haben x-mal bewiesen, dass wir uns umstellen können. Und wie gesagt, das war ein schwarzer Tag gegen Minsk. Ich bin mir sicher, dass wir sich nicht wieder wiederholen. Um aus dem Tief rauszukommen, hat Peter Rachowetz in den vergangenen Tagen intensive Trainingseinheiten verordnet. Nach dem gestrigen Spiel wird der heutige Tag ruhiger angegangen. Die Spieler bereiten sich mental aufs Spiel am Samstag vor. Also Szeged ist um einen Tick noch stärker als Minsk und Kleinigkeiten, Goalie-Leistungen und wie wir den Keeper von Szeged bekämpfen, weil der hat uns viele Probleme vorbereitet in Szeged und praktisch im Alleingang das Spiel in Szeged gewonnen. Nach dem hohen Sieg gestern haben die Kadetten wieder ordentlich Selbstbewusstsein getankt. Der Goalie Remo Cadrelli. Ja, ich denke, die Stimmung ist gut. Wir haben jetzt wirklich super trainiert die letzten paar Tage. Wir haben uns wirklich eigentlich mehr oder weniger die Kurve können, kratzen, einfach nach den zwei Niederlagen, die wir doch hatten, die uns vielleicht doch ein bisschen überrascht haben, auch unsere Leistung, die wir in diesem Spiel gebracht haben. Ich denke, wir wissen, dass wir jetzt wieder auf dem richtigen Weg sind. Ja. Ob die gute Stimmung und die intensive Vorbereitung für den dringend benötigten Sieg am Samstag langen, wird sich noch zeigen. Um in die nächste Runde zu kommen, brauchen die Kadetten noch mindestens 4 Punkte in den nächsten 3 Spielen.